Ja, schönen guten Abend. Willkommen zum heutigen Webinar FX Blue, neue Tools für den MetaTrader 4. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und heute werden wir uns die neuen Tools, die wir in den FX Blue integriert haben, uns angucken. Und Sie sehen hier in der Folie bereits, welche Neuerungen es gibt einmal einen Margin-Rechner, Handelsgrößen- und Risikorechner, Smart Lines und zwei neue Indikatoren. Das gucken wir uns dann alles in Ruhe an. Und Sie können natürlich jederzeit Fragen stellen in den Chat, den Sie rechts am Bild haben. Und am Ende, wenn wir alles besprochen haben, haben Sie dann aber trotzdem noch die Möglichkeit, auch zu den anderen Tools Fragen zu stellen, wenn Sie dann noch ja, Fragen dazu haben. Dann schalten wir einmal kurz zu dem Risikohinweis. Wie immer, bitte einmal kurz durchlesen, auch für die Zuschauer später, die die Aufzeichnung sich angucken. Und danach fangen wir dann auch an. Okay. Dann schalten wir mal zu der Webseite. Sollte jetzt zu sehen sein. Und für alle diejenigen, die FX Blue bereits installiert haben, brauchen Sie einmal das Update. Also das heißt, Sie müssen da nochmal die Installation durchführen. Können Sie einfach drüber installieren, müssen nichts deinstallieren. Und dann haben Sie auch da die Neuerungen in dem MetaTrader drin. Und für all diejenigen, die den FX Blue, unsere Zusatzsoftware nicht haben oder noch nicht ausprobiert haben, die müssen sich das sowieso dann neu installieren und dann haben Sie auch die ja, neuen Tools dabei. Nochmal ganz kurz für diejenigen, die die Webseite nicht kennen bzw. nicht wissen, wo FX Blue zu finden ist, und zwar unter Handelsplattformen und hier FX Blue. Wir haben die Seite etwas angepasst, das heißt, Sie können dann hier direkt die ganzen Tools ja, sehen und direkt dann zu den Tools springen, wenn Sie speziell zu etwas lesen möchten. Sie haben hier auch, können Sie dann direkt sehen, was neu ist. Und entsprechend, wenn wir zum Beispiel hier mal auf den Margin-Rechner springen und da steht dann einen kurzen Text dazu. Ja, wer die Seite noch nicht kennt, kann sich das dann später nach dem Webinar in Ruhe angucken. Was auch neu ist, wir haben hier Benutzerhandbücher jetzt hinzugefügt. Im Moment noch in Englisch, aber ich denke mal für den Anfang, um mal kurz reinzugucken und eventuell um eine Funktion zu finden oder wenn Sie etwas nicht verstehen, denke ich, dass doch schon mal eine kleine Hilfe ist. Also können Sie hier auf der Webseite entsprechend die Handbücher finden und natürlich die ersten Informationen zu den Tools. Ja? Und hier ist der Download. Wie gesagt, auch für diejenigen, die das schon installiert haben, bitte nochmal herunterladen und dann einfach drüber installieren. Wie die Installation geht, habe ich hier auch in dem Video kurz besprochen. Gibt es eine Frage dazu? Ich denke, das sollte klar sein. Also Handelsplattform FX Blue. Sie finden das aber auch unter Downloads. Und dann hier direkt schon ausgewählt FX Blue für MetaTrader 4. Ja? Gut, dann springen wir auch direkt zu dem MetaTrader. So,
schließe das jetzt erstmal. Genau. Wenn Sie dann die Tools installiert haben oder das Paket, dann finden Sie das, wenn Sie hier den Navigator oder das Navigatorfenster öffnen, finden Sie das unter Experten und überall, wo FXLet davor steht, das gehört dann. Das gehört dann zu dem Paket. Jetzt kommt hier eine Frage, was ist, wenn man den alten MT4 installiert hat? Also den alten MT4. Ich weiß jetzt nicht, was Sie damit meinen, aber falls Sie FX Blue schon mal installiert hatten oder aktuell drauf haben, können Sie es einfach drüber installieren. Dann werden die Dateien dann aktualisiert. Sie brauchen dann nichts löschen, deinstallieren oder sonstiges oder sogar den MetaTrader deinstallieren, brauchen Sie alles nicht, einfach wirklich nur drüber installieren. Vielleicht hier nochmal der Hinweis, auch für diejenigen, die das nicht kennen. Wenn Sie die Installation starten, muss der MetaTrader geschlossen sein, ansonsten wird die Installation nicht funktionieren. Also den MetaTrader vorher schließen, die Installation durchführen. Ich glaube, die Installation dauert wirklich, nachdem man zweimal geklickt hat, wenn es hochkommt, 2 Sekunden. Also es geht sehr, sehr schnell. Werden nur ein paar Dateien kopiert. Und dann sollten Sie hier die neuen Dateien finden unter Experten. Und wie gesagt, wer das schon mal installiert hatte, der wird das dann hier die aktualisierte Version finden. Ja, also überhaupt kein Problem. Gut. Eventuell fangen wir mit den Indikatoren an, weil das doch recht einfach zu erklären ist und auch schnell geht. Sie haben hier unter den Indikatoren diese zwei Dateien jetzt neu dazu bekommen: FXFlat Chart Group und FXFlat Freehand Drawing. Wir ziehen jetzt einfach mal den Freehand Drawing rein. Und normalerweise würde jetzt dieses Fenster dann bei Ihnen auftauchen oder aufpoppen. Und ja, im Prinzip brauchen Sie hier nichts verändern, außer Sie möchten die Farben ändern. Aber hier ist eigentlich schon erklärt, wie dieser Indikator funktioniert. Sie sehen hier Standard Line Color ist rot, also red. Können Sie entsprechend ändern. Und hier, wie Sie dann den Indikator benutzen. Wichtig dabei ist eigentlich die zwei hier, ja, D und X. Und das sind dann entsprechend die Buchstaben für die Farbenänderungen. Und natürlich können Sie das individuell noch anpassen, so wie Sie das brauchen. Überhaupt kein Problem. Und ich belasse jetzt erstmal die Standardeinstellung. Und ja. Klicke jetzt einfach mal auf OK. Und wie Sie sehen Sie nichts. Ja? Denn das Programm oder der Indikator ist dafür da, dass Sie direkt in den MetaTrader einzeichnen können. Das ist für diejenigen, die am MetaTrader etwas erklären möchten, wenn vielleicht ein Bekannter oder Freund, Freundin da daneben sitzen und sie möchten dann gerne eine live-technische Analyse durchführen und wollen dann nicht hier entsprechend mit den Objekten vom MetaTrader arbeiten, weil sie wirklich nur schnell was zeigen möchten, dann ist das der Indikator dafür da oder natürlich für diejenigen, die auch selber Webinare machen. So, wie wir gesehen haben, wenn wir den Buchstabe D drücken, also D für Drawing, dann brauchen wir nur D festhalten und entsprechend die Maus bewegen. Das mache ich jetzt. So. Und dann wird entsprechend hier eingezeichnet, ja? So, ich habe hier eine zittrige Hand, aber so würde es ungefähr aussehen. Ja, jedes Mal, wenn Sie D drücken und dann die Maustaste dabei bewegen, dann wird entsprechend gezeichnet. So, jetzt wechseln wir mal die Farbe. Dann mache ich mal B wie blau oder blue und dann jetzt ein Y und so weiter. Ja, also Sie sehen, Sie können dann entsprechend hier
was einzeichnen. Finde ich wirklich eigentlich ein schöner Indikator für, ja, verschiedene Situationen durchaus sinnvoll. Jetzt hat man das hier alles vollgekritzelt, sage ich jetzt, und möchte das entsprechend entfernen, kann man natürlich direkt den Indikator wieder löschen, oder aber man drückt X und dann werden dann die entsprechenden Zeichnungen entfernt und der Chart ist wieder sauber, ja? Also finde ich wirklich eine schöne Funktion, natürlich jetzt besonders für mich auch, für Webinare wirklich sehr geeignet. Gut, ich denke, dazu gibt es jetzt nicht großartig eine Frage. Machen wir deswegen direkt weiter. Den Indikator lasse ich jetzt erstmal drin und mache entsprechend den zweiten Indikator rein, Chart Group. Und das ist, denke ich, für die breite Masse sehr interessant. Sie haben hier die Möglichkeit, noch Einstellungen durchzuführen. Einmal Symbol und Timeframe. Das wird sich gleich dann entsprechend ja, selber erklären, wozu die Einstellungen sind. Komme ich gleich nochmal darauf zurück. Ich belasse es dabei, wobei hier Display in Corner bedeutet einfach nur die Platzierung. Ich wähle jetzt Bottom Right, also unten rechts. Sie können das entsprechend hier die Ecke auswählen, die Sie gerne dafür benutzen möchten. Ich belasse es dabei. So, jetzt habe ich hier so einen Kasten hier unten und das gleiche mache ich jetzt mit den anderen zwei Chartfenster auch. So, können wir das wieder schließen. Und ich benenne jetzt ja, dieses Kästchen jetzt zum Beispiel in EU. Und bevor wir das noch machen, werde ich einfach willkürlich jetzt hier die anderen Chartfenster entsprechend ändern, so dass ja wirklich drei verschiedene Produkte habe. Jetzt habe ich natürlich dasselbe ausgewählt. So, jetzt aber. Gut. Und hier benenne ich entsprechend auch in EU. Und Sie sehen, jetzt ist der Effekt schon passiert. Der hat sofort die gleiche Gruppe erkannt und entsprechend auch das Produkt direkt geändert. So, das machen wir hier natürlich auch. Und Sie sehen, dass hier auch das Chartfenster entsprechend das Produkt geändert wurde. Wofür ist das sinnvoll? Es ist sinnvoll, wenn Sie mehrere Zeitebenen haben und vielleicht kennen Sie das von anderen Plattformen. Sie haben eine Watchliste und gehen die entsprechend durch und die Chartfenster werden dann automatisch mit dem Produkt oder mit dem Instrument aktualisiert. Und das machen wir jetzt hier mit diesem Indikator, mit dem MetaTrader dann entsprechend auch, was ja eigentlich so nicht möglich ist. Jetzt haben Sie hier eine Watchlist erstellt. Bei mir ist jetzt etwas größer, aber dient natürlich nur zu Testzwecken. So, und jetzt, wenn ich hier entsprechend jetzt hier ein Chartfenster ändere, dann werden die anderen automatisch jetzt mit geändert. Ja, also wirklich eine sehr, sehr schöne Funktion. Die Nachfrage dafür war wirklich groß. Das haben die Kunden oder sehr viele Kunden haben diese Funktion vermisst. Jetzt haben sie die Möglichkeit, entsprechend das hier zu benutzen und einfach ihre Watchliste durchgehen und dann entsprechend direkt sehen, okay, wie sieht dieses Produkt aus im Moment charttechnisch auf den verschiedenen Zeiteinheiten. Sie haben die Möglichkeit natürlich auch weitere Gruppen zu erstellen. So können Sie auch hier meinetwegen, wenn Sie jetzt mehrere Chartfenster jetzt offen haben, dann noch eine DAX-Gruppe erstellen oder wonach Ihnen auch ist. Da ist keine Grenzen gesetzt. Da sind keine Grenzen gesetzt, so dass Sie entsprechend verschiedene Gruppen erstellen können. Ja, ich denke, das sollte dann entsprechend auch selbsterklärend sein.
Wenn Sie Fragen haben, natürlich können Sie in den Chat reinschreiben. Okay, soweit zu den Indikatoren und dann kommen wir jetzt zu dem Mini-Terminal, denn da haben wir die größte Änderung. So. Normalerweise kennen Sie dieses Bild, ja, und neu dazugekommen, wie anfangs schon in der auf der Folie zu lesen war, der Margin-Rechner. Wo finden Sie den? Sie finden den hier unter Einstellungen und der heißt jetzt bei mir in Margin Calculator, also in Englisch, bei Ihnen. Wenn Sie das auf Deutsch haben, dann entsprechend Margin Rechner. Wenn ich dann anklicke, dann habe ich hier entsprechend dieses neue Feld, was dann auftaucht. Und das Schöne dabei ist, Sie können jetzt, bevor Sie eine Position eröffnen, direkt schon die Auswirkungen auf die Margin dann entsprechend schon sehen. Und so können Sie dann entsprechend auch sicherstellen, dass Sie genügend Kapital für die Margin haben, für die Position, die Sie eröffnen möchten. Ja, also jetzt zum Beispiel im Euro Out, dann machen wir aber, wechseln wir nochmal zu Euro US-Dollar, weil er natürlich schön als schöner für das Beispiel in dem Fall ist. Genau. Super, die anderen wurden direkt auch geändert, also funktioniert. Gut, jetzt haben wir hier den Euro-US-Dollar und wenn wir jetzt bei dieser Positionsgröße, wir lassen einfach mal, ändere ich auf 1 und wenn wir jetzt für ein Lot, sagen wir fangen erstmal ganz normal an, wir sagen, wir möchten jetzt ein Lot long gehen, dann zeigt er mir entsprechend hier an, wie viel Margin ich hinterlegen muss und wie viel letztendlich ich hier zur Verfügung haben werde nach der Positionseröffnung, ja? So, und dann entsprechend verändert sich das, wenn ich hier die Größe anpasse. Natürlich wäre es dann auch so, wenn Sie 0,5 eingeben oder 0,1, wenn Sie Mikrolots bei uns freigeschaltet haben. Gut, jetzt lassen wir nochmal bei 1 und wir wollen uns dann gleichzeitig hedgen und sagen, okay, die Marktsituation hat sich verändert und ich möchte jetzt gerne 2 Lots short gehen, ja. Gründe dafür lassen wir jetzt einfach weg und kann ja hier dann entsprechend die 1 lassen und hier dann gleichzeitig eine 2 eingehen. So, und letztendlich hat es nichts verändert. Warum nicht? Weil jeweils ein Lot short und long sich gegenseitig aufheben, ja. Dann haben Sie ja nur noch ein Lot Risiko im Markt. Wir müssen entsprechend hier nur für ein Lot Margin hinterlegen. Würde ich jetzt eine 5 eingeben, dann hätten Sie ja normalerweise 2500 Euro Lot Margin Anforderung. Und dadurch, dass wir aber gleichzeitig noch eine Long sind, haben wir dann 4 Lots im Risiko letztendlich so gesehen. Und da müssen wir auch dann für die 4 Lots entsprechend die Margin hinterlegen. Also hier ist wirklich eine schöne Funktion, um vor der Positionseröffnung die Margin-Anforderungen bzw. auch die Veränderungen schon vorab sehen zu können, um auch zu kontrollieren, dass man auch genug Kapital noch für die Position hat. Gibt es denn eine Frage dazu? Ich denke, das war eigentlich auch gut zu verstehen. So, die zweite Neuerung ist, hier bei dem Feld Lots. Sie kennen ja vielleicht den Trick mit Steuerung-Taste und linke Maustaste bekommen Sie sofort hier so ein Lot-Size-Kalkulator
Rechner, also Positionsgrößenrechner bei Ihnen. Bei mir ist es entsprechend in Englisch, Lot Size Calculation. Und das ist, glaube ich, sollte schon bekannt sein. Und ich gebe jetzt hier einfach mal was ein und ja, mache hier 1000 Euro. So, und was Sie jetzt neu haben, das war auch vorher schon drin, aber Sie haben jetzt diese untere Information jetzt noch zusätzlich. Und hier sehen Sie dann nochmal entsprechend direkt mit der Positionsgröße. Ja, also hier, anders als hier oben, sehen Sie die richtige Positionsgröße schon berechnet auf Ihren Stop-Loss und den Betrag, den Sie riskieren möchten. Ich habe jetzt hier einen festen Betrag eingegeben, aber Sie können es natürlich auch mit einer Prozentzahl, ja, zum Beispiel jetzt 10%. Dann diese Information kennen Sie bereits, aber hier sehen Sie jetzt nochmal die Information, wie viel Margin muss ich entsprechend hinterlegen, wenn ich diese Positionsgröße ja, eingehen möchte. Und diese Berechnung funktioniert natürlich auch, wenn Sie schon eine Position im Markt haben. So. Mache ich noch ganz kurz hier. Das machen wir weg. Jetzt haben wir natürlich, jetzt sind wir natürlich eine Position schon drin. Und Sie sehen auch hier, die offene Position wird hier oben angezeigt. Ja, das ist das, was ich bereits jetzt hier schon benutze oder hinterlegen muss. Und hier, da kann ich dann entsprechend eingeben, wenn ich noch eine Short-Position eröffnen möchte, wie verändert sich dann entsprechend meine Margin-Anforderung? Und hier, wenn ich dann entsprechend eine jetzt long gehen möchte, dann sehen Sie hier, werden wieder 500 Euro Margin wieder subtrahiert, weil ich ja die Position entsprechend ausgleiche und habe dann 0 Euro Margin in Benutzung und habe dann hier mein Kapital, was ich dann frei zur Verfügung habe. So, jetzt würden wir aber sagen, ich möchte aber jetzt zwei Long gehe, also praktisch wirklich wie das Beispiel, was wir vorhin hatten. Dann haben wir hier, wie gesagt, dann die Marge, die ich dann letztendlich hinterlegen muss. Und das Gleiche haben wir dann hier bei der Berechnung, wobei hier dann, wie gesagt, detaillierter ist mit Stop-Loss und dem tatsächlichen Risiko. Was haben wir eben gesagt? 20. Und ja, die 10%. So. Und dann wäre das jetzt, sehen Sie hier entsprechend den Betrag, den Sie letztendlich dann hinterlegt hätten, wenn Sie nochmal diese Position long gehen. Ja, das wären nämlich die 5,35 Lots. Oder wenn Sie jetzt zusätzlich noch short gehen, die 5,35 Lots, dann würde sich das entsprechend hier verändern. Okay? Gibt es eine Frage dazu? Sollten Sie Fragen dazu haben, also auch später, können Sie natürlich wie immer jederzeit uns eine E-Mail schreiben oder bei uns anrufen. Dann erklären wir es Ihnen natürlich ja, noch detaillierter. Gut. Also nicht vergessen, falls Sie es nicht mitbekommen haben, Steuerung-Taste gedrückt halten, mit der linken Maustaste hier rein, entsprechend hier einstellen, dann kriegen Sie die Informationen noch zusätzlich dazu. Oder Sie nutzen dieses Feld, wenn Sie eh schon wissen, welche Positionsgröße Sie gerne nutzen möchten. Okay? Jetzt.
kommen wir zu der nächsten Neuerung. Und zwar war das hier mit dem MetaTrader etwas umständlicher, sage ich mal, Teilschließung durchzuführen. Und besonders war das der Fall, dass Sie auf jeden Fall, wenn Sie das manuell gemacht haben, vor dem Rechner sitzen mussten. Ja, außer Sie haben im Internet schon vorher Skripte oder Expert Advisor gefunden, die das entsprechend für Sie übernehmen. Aber jetzt, wenn Sie das Paket haben, brauchen Sie nicht weiter im Internet suchen, denn Sie können das hier ganz, wirklich ganz einfach nutzen. Und zwar, was haben wir hier gemacht? Wir sind jetzt hier eine Position short. Und jetzt gehen wir von dem Fall, dass die Position jetzt für mich läuft. Und ich möchte hier an diesem Tief, möchte ich, sagen wir mal, die Hälfte schließen. Dann gehe ich hin und mache einfach eine Trendlinie hier rein. Ja. Und drücke dabei, also ich kann die auswählen und drücke dabei die Alt-Taste oder Control-Taste und dann mit der linken Maustaste. Dann öffnet sich ein Fenster, das jetzt ist bei mir auf dem anderen Monitor gelandet. Das sieht dann so aus. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit, diese Trendlinie entsprechend als Take Profit oder Stop Loss, je nachdem, zu definieren. So, jetzt ist das hier diese Order hier mit dieser Ticketnummer, die wird auch hier angezeigt. Oder aber Sie sagen, wenn dieses Preislevel erreicht wird, dann sollen alle Short-Positionen geschlossen werden oder entsprechend auch alle Long. Also Sie haben hier die verschiedenen Möglichkeiten. Wir wählen dieses Ticket, weil es soll sich natürlich auf diese Order beziehen und sagen dabei, dass dieses Level für mich ein Take Profit sein soll und aber ich hier entsprechend nur 50% schließen möchte. Na, so. Oder Sie definieren das als Lot Size, also Positionsgröße. Also in dem Fall, wir sind jetzt ein Lot Short. Und um das jetzt zu übernehmen, diese 50%, würde ich hier Lot Size und 0,5 entsprechend eingeben. Oder eben die Maximal, also die komplette Position. Ja? Hier haben Sie noch ja, zusätzliche Funktionen. Sie sehen hier so eine Art OCO, also diese Linie entsprechend schließen, wenn eine andere Linie oder ein anderes Level erreicht wird. Ja, und so weiter. Ne? Können Sie ein bisschen mit rumspielen. Aber ich werde das jetzt mal machen. Dann versuche ich. Sie sehen, das ist dann auch so als deklariert. Ja, das kann man jetzt auf meinem Hintergrund schlecht erkennen, eventuell. Ich versuche das mal hier. Vielleicht, ne, sieht man nicht besser. Oder so, machen wir hier eine andere Farbe. Kann ich den Text ändern? Schauen wir mal eben. Es scheint im Programm selber, im Code selber drin zu sein. Also hier steht tatsächlich ja meine Ticketnummer und dann als Take Profit definiert und Close 50%. So, jetzt versuche ich das ein bisschen hier näher zu bringen und hoffe dabei, dass der Kurs mir den Gefallen tut und jetzt kurz nach unten kommt. Um hier, dann werden wir hier mal schauen, ob das entsprechend auch so funktioniert, wie wir das haben möchten. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen näher bringen. Der Kurs verharrt auch da oben in dieser Position gerade.
Was wir machen könnten, ist, wir könnten hier einfach versuchen, eine zweite Linie zu definieren. Zum Beispiel als Stop-Loss. Wir lassen dann hier diese Order. Wir lassen das dann entsprechend als Stop-Loss, beziehungsweise auch hier können wir mal nur 50% schließen. So, ich belasse es jetzt aber bei der gelbe. So. Und ich wurde ausgeführt. Warum? Weil der Spread natürlich in dem Fall uns entgegenkam. So, und Sie sehen auch hier, die halbe Position wurde geschlossen. Ja. Was hat das jetzt für einen Vorteil? Besonders für Berufstätige, die morgens eventuell ihre Orders in den Markt stellen und ganz genau wissen, wo sie Teilschließungen durchführen möchten, ist das gut geeignet, denn sie können direkt morgens alles einstellen, entsprechend die Levels definieren, den MetaTrader. Der MetaTrader muss natürlich aber offen sein, ja, wissen Sie, Expert Advisor funktioniert nur, wenn auch der MetaTrader dabei läuft. Aber Sie brauchen das Ganze nicht mehr zu beobachten und können entsprechend ganz in Ruhe ja, die Orders drin haben. Und brauchen Sie nicht ständig drauf zu gucken und eventuell den Moment abzuwarten, wo Sie dann Ihre manuelle Teilschließung durchführen möchten. Das war aber noch nicht alles, denn diese Funktion hat auch einen Zeitstopp eingebaut. Bedeutet, wenn wir sagen, angenommen, wir haben eine Strategie, unabhängig jetzt, was diese Strategie jetzt letztendlich macht. Aber diese Strategie sagt, dass wir um 18 Uhr alle Positionen schließen. Egal ob im Gewinn oder im Verlust, spielt keine Rolle. So. Und das ist ja so mit dem MetaTrader nicht möglich. Es ist zwar möglich, eine Pending Order, eine zeitliche Begrenzung einzustellen, aber nicht bei offenen Positionen. Und das können Sie jetzt auch hier mit dem Expert Advisor oder mit dem neuen Add-on machen. Und zwar angenommen, so, was habe ich gesagt? 18 Uhr, das war jetzt natürlich schon vorbei. Dann sagen wir, wir sind jetzt hier im, springen wir auf den, sehen Sie, ich hatte ja ganz kurz. Jetzt sehen Sie ja hier 0,25 und das ist ja auch so korrekt. Das heißt, das hat ja funktioniert, denn ich habe die Trendlinie ja so definiert, dass er 50% schließen soll. Und da wir vorhin schon mal 0,5 geschlossen hatten und, so, und nur noch 0,5 übrig waren, hat er jetzt natürlich die 50% geschlossen. Also auch das hat geklappt. Aber jetzt kommen wir zu dem Zeitstopp. Und sagen wir, wie viel haben wir jetzt? Ja, wenn wir uns beeilen, dann schaffe ich das noch. So, genau die gleiche Geschichte. Auch hier wieder mit Alt und linke Maustaste entsprechend die Order auswählen. Ich kann jetzt hier direkt sagen, close all orders. Ja, wenn die Strategie auf mehrere Produkte angewendet wird. In dem Fall nur diese Order hier bitte 100% einfach entsprechend schließen. So. Das war zu knapp. Jetzt sollte es klappen. Warten wir noch die 5-Minuten-Kerze ab. Ich schaue mal, ob das entsprechend noch hier richtig eingestellt ist. So, das 100% und so, jetzt hat es geklappt. Also diese
gelbe Markierung ist letztendlich auch unsere Kontrolle, ob die Trendlinie auch richtig eingestellt ist. Und so können wir entsprechend, ja, wechseln wir vielleicht in den 1 Minuten, damit wir jetzt nicht hier 5 Minuten entsprechend verlieren. So, 1 Minute warten wir aber jetzt und dann schauen wir mal, ob dann tatsächlich die Order geschlossen wird. Ja, wir können da hier mal ein bisschen vergrößern und dann hier entsprechend die Marktübersicht öffnen. Dann sehen wir auch die Uhrzeit, also noch gute 35 Sekunden. Und dann schauen wir mal, ob dann entsprechend die Position geschlossen wird. Die 30 Sekunden oder jetzt 20 Sekunden können Sie natürlich auch nutzen, um mir eine Frage zu stellen, aber dadurch, dass bis jetzt noch nichts gekommen ist, denke ich mal, dass Sie alles soweit verstanden haben. Und ansonsten aber haben Sie später die Möglichkeit, natürlich die Frage zu stellen. So, jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Also wirklich, ich finde das eine super Funktion. Sowohl die Trendlinien für die Teilschließungen, aber auch dieser Zeitstopp ist wirklich eine Bereicherung für das alltägliche Trading. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Und ja, wir haben noch eine Neuerung. Ja, Sie sehen, es hört fast gar nicht mehr auf. Und zwar, dann haben wir noch den Tick-Chart Trader. So, der ist jetzt wieder. Jetzt ziehe ich mal rein. Und so sieht er letztendlich aus. Normalerweise, wenn Sie Tick-Charts benutzen möchten mit dem MetaTrader, müssen Sie ja andere Expert Advisor nutzen, die teilweise nicht wirklich gut funktionieren oder sehr CPU-lastig sind. Zumindest die Versionen, die ich getestet habe, hatten diese Eigenschaften. Wenn Sie da andere Erfahrungen gemacht haben, können Sie mir gerne mitteilen, welche Versionen Sie da hatten. Dann würde ich mir das sehr, sehr gerne angucken. Wobei jetzt mit diesem Tick-Trader oder Tick-Chart-Trader brauchen wir, wie gesagt, keine andere Version, denn Sie können tatsächlich hier mit dem Tick-Chart-Trader direkt handeln. Und ja, sehen hier natürlich einmal die Darstellung, hier das Instrument, was Sie sich gerade angucken. Hier haben Sie noch ein paar weitere Funktionen. In dem Fall ist das jetzt natürlich der Tick-Chart, den Sie jetzt hier sehen. Und Sie können direkt von dem Tick-Chart aus, können Sie entsprechend auch traden. Sie stellen Ihre Positionsgröße direkt hier ein und können dann, je nachdem, wenn Sie den Tick-Chart benutzen, Ihre Handelsentscheidung zu treffen, können Sie hier dann entsprechend die Position eingehen. Ja? Ich habe hier direkt auf den Preis, Sie sehen hier die Preise hier unten, Bid- und Ask-Preis. Sie können dann direkt auf den entsprechenden Preis drücken und dann kriegen Sie natürlich auch den richtigen Order-Typ dazu. Und wir machen das jetzt einfach mal. So, ich bin jetzt die Position eingegangen. Ich sehe das auch hier im Chart bei mir und auch hier eine Gewinn- und Verlustanzeige. Und was Sie hier bei dem Tick-Chart beachten sollten, ist, dass es kein Hedging gibt. Ja, normalerweise kennen Sie das ja. Beim MetaTrader können Sie ja gleichzeitig eine Long- und eine Short-Position im Markt haben. Und diese Hedging-Funktion können Sie ja dann teilweise mit dem Mini-Terminal bzw. Trade-Terminal entsprechend auch umgehen, so dass Sie da die Position mit einer Gegenorder, mit einer Gegenposition schließen können.
Und auch hier ist das der Fall. Das heißt, wenn Sie hier long sind und Sie entscheiden sich jetzt hier short zu gehen, dann sollte diese Position entsprechend jetzt geschlossen werden, wenn ich natürlich die gleiche Positionsgröße nehme. Wenn ich eine etwas andere Positionsgröße nehme, dann werde ich natürlich die Positionierung umkehren, aber ich mache jetzt einfach mal so, ich gehe jetzt short und Sie sehen, die Position ist natürlich jetzt ausgeglichen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine 0,2 eingeben und gehen jetzt long, schauen wir gleich hier mal, was dann passiert. Und wir sind dann entsprechend long mit einem Mikrolot. Ja? Dann haben Sie gesagt hier noch ein paar Darstellungen, und zwar dieser Tick Speed, also diese Balken hier zeigen an, wie schnell die Ticks reingekommen sind. Also je kleiner die Balken, umso schneller kamen die Ticks rein, also dass da auch tatsächlich die Order auch wirklich schnell reingekommen sind oder ausgeführt wurden. Und ja, das ist natürlich gut für diejenigen, die solche Informationen nutzen. Candles, dann sehen Sie hier tatsächlich dann einen Chart, ja, von dem Tick-Chart, also eine Kerzendarstellung, und versus, dann können Sie hier, wenn Sie in zum Beispiel Korrelationen handeln, ja, dann kriegen Sie so eine Darstellung, ja, wer was damit anfangen kann, hat dann entsprechend auch hier die Möglichkeit dazu. Ja, also werden natürlich zwei Produkte gegenübergestellt, und ja, wer sich damit auskennt, hat diese Funktion hier. Aber ich denke mal, die meisten werden entsprechend, wenn sie den Tickchart nutzen, dann entsprechend hier diese Version nehmen. Sie haben die Möglichkeit zu pausieren, Sie können downloaden, also die eine Kurshistorie, und die maximale Chartlänge, also die Länge, können Sie hier definieren. So, und dann haben Sie entsprechend hier ein bisschen mehr Kurshistorie, um eventuell auch ja, eine technische Analyse auf dem Tick-Chart anwenden zu können. Ja. Chart Shift bedeutet einfach nur, dass ich hier ein bisschen mehr Platz gewinne und dann einfach nur der Übersichtskeits halber. So, ja, meine Damen und Herren, ich glaube, ich habe jetzt alle Neuerungen vorgestellt. Ich denke, das sind oder alle Neuerungen sind durchaus sehr, sehr nützlich, besonders die im Mini-Terminal, aber auch der Tick-Chart-Trader, ja, wird auch schon jetzt schon sehr oft von den Kunden benutzt. Wenn Sie Fragen dazu haben, haben Sie jetzt natürlich weiterhin die Möglichkeit. Wenn Sie zu den anderen Tools hier noch ein, zwei Fragen haben, dann haben Sie auch dafür jetzt die Zeit. Ansonsten, ja, hoffe ich, dass Sie soweit mitgekommen sind, dass Sie alles verstanden haben. Dadurch, dass Sie keine Fragen gestellt hatten, oder dann bilde ich mir jetzt ein, dass ich Ihnen das gut erklären konnte. Ansonsten, wie gesagt, einfach eine E-Mail schreiben oder kurz bei uns anrufen. Dann geben wir nähere Informationen dazu. Nochmal zur Wiederholung bei uns auf der Webseite finden Sie, wie gesagt, auch die Handbücher dazu. Ja, wenn Sie da sich ein bisschen einlesen möchten und tatsächlich alle Funktionen, Details herausfinden möchten. Und ja, wenn keine Fragen jetzt reinkommen, dann bedanke ich mich soweit für die Aufmerksamkeit. Und ja, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Position auf, wie immer. Und bis zum nächsten Webinar.
Bis dann. Vielen Dank. Tschüss.